Ich wieder, ha? Ja. Hey, guck, was ich gefunden habe. Komm schon. Fuck. Warte mal. Mal sehen, ob ich das abkriege. Da ist noch was? Eine Brille. Echt unheimlich. Eine Brille. Alles klar, Boss. Wie ist der Plan? Ich will echt nicht, dass die Kerle mit uns anstehen. Hey, halt die Augen offen nach der nächsten Gelegenheit. Da ist noch was. Alter. Komm und schau mal. Was glaubst du, war dieses Schiff? Fräulein J. Rivera, Apartment 2, Crescent Springs, Cincinnati. Hallo meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang, wir haben ein paar Bier getrunken, aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen. Aber ich fühle mich hilflos, wenn ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Beim Wachdienst in den Laderäumen habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Hallo, könnt ihr mal die Klappe halten? Ich lese hier gerade was vor. Einige der Jungs haben eine Gestalt herumschleichen sehen. Aber ich trage dich immer bei mir, deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir, dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und 2 Kinder bekommen. Wir werden für immer zusammen glücklich sein. Liebe, Miller X. Wer unterschreibt denn mit Miller X? Heißt er Xavier? So, hier ist noch was. Warum das wohl abgerissen wurde? Doch, kleiner süßer Wauzi. Ja, da ist eine Plakette abgerissen. Okay. Kann ich auch sonst nichts machen. Und dann haben wir hier noch die Tür. Schwerlich explorieren, das sagt die Maschine. Danny, tu fous les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles. Ta gueule. Prisonnier? On est en prison? Charmant. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire. Naja. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas, cet endroit est bizarre. Olson, on devait seulement les voler et là on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers? Ça va trop loin, tout ça. Vos gueules! Fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine, et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Wenn der Kapitän spricht, spricht der Kapitän. Naja. So. Wir haben hier alles durch. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Was ist jetzt hier mit dem... Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey. Hier, hier. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Wow. Wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Ich wollte gerade sagen. Wo wir auch landen. Es kann nur besser werden. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Versperren, ablenken. John Silver und so. Was macht ihr denn da draußen? 8er-Stücke und eine Pulle voll rum. Die einbeinigen Hackfressen. Ja, ihr schwierigen Korsaren. Ja, ihr. Ich reiß euch die Piratenpapageien von den Schultern und zerstampf sie zu Regenbogen-Eintopf. Hey. Ich warne euch.
Ich bin Amerikaner. Wollt ihr, dass mein Präsident euch sagt? Das wird er Fick nämlich. Dich. Euch alle. Persönlich. Höchst persönlich. Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir. Hallo. Solltest vielleicht das Ding da vorziehen. Ja. Haha. Sind wir nun sicher? Naja. Wow. Sieh mal, sie haben sich schön gemacht. Sailor Girl. Komm schon. Sailor Moon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Treppen wohin? Hoch. Raus. Ich guck mal hier rein. An die gesamte Mannschaft, Regeln zum Extra-Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen diese Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkung, keine Zigaretten, keine Alkohol, keine Spiele. Kein Spaß. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anordnung von Captain Ford. Leute, niemand betritt 3A. Ganz ernsthaft, niemand. Also ab nach 3A. Oder? Da steigt die Party, würde ich jetzt mal sagen. Monster Party. So, dann gucken wir mal hier. Ich weiß nicht. Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Ja. Alter. Sackratte. Mann. Super. Dafür, dass ich da jetzt nichts machen kann. Hat der ja toll hingekriegt. So, jetzt muss ich auch darum wieder raus, oder was? Ja. Okay. Schön, dass sie überhaupt, dass sie so auf mich warten und so. Klasse. Komm ich nicht mehr zurück. Habt ihr sie gesehen? Sailor Moon? Ich will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Und ihr Zeug ist noch hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist mit der Tür? Wo bounce. Ist der Sie sind hier, Pfei? Tja. Engine Rooms, Cargo Hold. Da, Cargo Hold 3. Da wollen wir hin. 3A. Eher nicht. Hallo? Wo ist denn der Rest der Bande? Noch ein Brief. So, schon wieder. Eileen Reed, Hellwood, Oklahoma, liebe Isles. Ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten,
sagt Nat und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß, es macht mir echt Angst. Er hat... Was? Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befinde sich an Bord und es hört sich so nach Ned an. Ich weiß, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keinen blinden Passagier an Bord. Die Offiziere sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, sie löschen diesen Teil. Hier drehen wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draußen Krach. Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder. Robert XX. Gruselig. Ja. Aveng. So, können wir? Hörst du das? Hätte dieses schreckliche Geräusch, meinst du? Nein, habe ich nicht gehört. Na klar hast du. Hat sich etwas bewegt? Wenn sich was bewegt, klingt das gut. Klar. Ich schieb echt Panik. Schon okay. Ich beschütze dich. Wieder viel zu lesen, ey. Muss in den Horror-Story... Nee, doch nicht. Nix. Das ist ein Buch, das kann man aufklappen. Das weißt du schon, oder, Burschi? Ah. Och, ein Tagebuch. 19. Juni. Habe im Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unsere Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinn-Whisky... Was? Zinn? Was für ein Zeug? Zinn-Whisker-Bildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindungen mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whiskerbildung verlangsamen. Was ist denn eine Whiskerbildung? Stand da nicht eben noch der Verlobte? Ach, da vorne läuft er. Okay. Oh, das ist gut. Ich frag mich, wo die alle sind. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschungsparty. Was ist denn das? Das ist ein Rattenschädel. Ja. Noch ein Buch. Donnerstag, der 12. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum noch etwas, was einen so sehr die Stille auf dem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt, aber der alte Ferris hat das ganz schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und er hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, da war so ein Kerl und er hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einem der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag, der 13. Paris behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Paris meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag, der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen.
werde mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich da reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen sie uns heute Nacht an. Und dann kein Eintrag mehr. Seltsam. Seltsam. So. Die ganzen Kojen. Halt. Oh. Oh. So, das ist der fliegende Holländer. Fliegende Holländer. Ja. Ja. Wo? Was? Da. Ja, sie sind im Frachtraum. Super. Ich glaube, da unten bewegt sich was. Mach doch die Funzel aus. Ja, da unten ist irgendjemand. Verteilerkappe. Seht mal, da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Was hat? Er hat sie liegen lassen. Sie mir holen. Ja, aufpassen müssen wir auf jeden wir Fall. Wir müssen aufpassen. Vielleicht eine Falle. Wir müssen die Chance nutzen. Okay. Schön aufpassen. Wie willen die da wieder hochkommen, bitte? Ist ja nur doof, oder? Verdammt, sie haben Bliss. Die Scheißfresse. Wo sind die anderen? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres.